So, meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Anhörung. Sie kann nur gut werden, Sie haben das Wetter gleich mitgebracht, ganz großartig, wir freuen uns sehr. Zunächst möchte ich für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Griese ganz herzlich willkommen heißen. Gegenstand unserer heutigen öffentlichen Anhörung ist die Vorlage Gesetzentwurf zum Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zum Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer und Selbstständige, Bundestagsdrucksache 19/8460, die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 19/11307 vor. Dankeschön. Von Ihnen, den hier anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Institutionen und Einzelsachverständigen, möchten wir hören, wie Sie diese Vorlagen fachlich beurteilen. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage, das heißt also eine Frage, eine Antwort. Und um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde eine sogenannte freie Runde von 10 Minuten geben wird. Hier können die Fragen aus allen Fraktionen kommen. Ich begrüße nun die Sachverständigen und rufe sie dafür einzeln auf. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund Herrn Robert Spiller. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Frau Dr. Carmen Eugenia Bazan. Vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall, Herrn Stefan Solle. Vom GKV-Spitzenverband, Herrn Johannes Eisenbart. Von der Deutschen Rentenversicherung Bund, Herrn Dr. Tiede. Vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, Herrn Professor Dr. Becker. Von der Interessengemeinschaft der selbstständigen Dienstleisterinnen in der Veranstaltungswirtschaft e.V. Herrn Markus Pohl. Ganz herzlich willkommen möchte ich überdies die folgende Einzelsachverständige, Frau Monika Queisser, Herrn Professor Dr. Beck, Herrn Professor Dr. Fachringer und Frau Monika Mirschel. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an den die Frage gerichtet ist. Und als erstes hat sich Frau Schimke von der CDU-CSU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Schimke, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Becker vom Max-Planck-Institut. Und Herr Becker, ich möchte gern von Ihnen wissen, ob die Ratsempfehlung aus Ihrer Sicht notwendig oder sinnvoll ist und ob es auch Ihrer Einschätzung nach zutreffend ist, dass die Empfehlung nach Artikel 288 keine rechtlich verbindliche Wirkung hat. Herr Dr. Becker. Entschuldigung, Professor Becker. Das tut es völlig. Ganz herzlichen Dank für die Frage. Also zunächst einmal kurz zu der Notwendigkeit. Hintergrund ist ja ein neuer Impuls der Europäischen Union zu einer sozialpolitischen Programmatik. Das muss man klar sagen. Diese europäische Säule der sozialen Rechte steht dahinter. Und ein tatsächlich drängendes sozialpolitisches Problem, das es in allen Mitgliedstaaten gibt. Insofern erklärt das erstmal, dass wir die europäische Ebene eigentlich in dieser Initiative hier ganz wesentlich stark drin haben. Ich glaube, das ist als Hintergrund wichtig. Natürlich nach Artikel 288 Absatz 5 AEUV haben Empfehlungen keine verbindliche Wirkung. Sie sind rechtlich nicht verbindlich. Das ist übrigens auch unzweifelhaft. Das heißt natürlich nicht, dass sie keine Wirkung hätten. Also, dass sie nicht rechtlich verbindlich sind, heißt nicht, dass sie keine Wirkung hätten. Sie haben natürlich Sie können mittelbar rechtliche Wirkungen haben. Das sehen Sie auch schon an der Empfehlung selber, weil natürlich hier der Hinweis auch schon auf das europäische Semester zum Beispiel erfolgt wird. Also sozusagen die Hereinnahme in andere, auch weiche Instrumente, die aber dann zu einer politischen Steuerung führen. Sie können vor allem Dingen natürlich auch politische Steuerung auslösen. Und ich glaube, auch das ist ganz wichtig. Man muss sich das schon sozusagen im Hinterkopf behalten. Es geht hier schon darum, dass man sich vereinbart auf ein gewisses sozialpolitisches Ziel, das auch alle erreichen sollen. Es geht aber nicht darum, und das ist ganz wichtig, dass die Europäische Union das alleine zu tun hätte. Es geht um ein gemeinsames Ziel. Rechtlich verbindlich, wie gesagt, sind die Vorschriften hier oder die Empfehlung ist es erstmal nicht. Vielen Dank, Herr Becker. Herr Heilmann. Ich würde gerne nachfragen, ob
nach Ihrer Auffassung denn die Mitgliedstaaten bei ihren sehr unterschiedlichen sozialen Systemen dann genug Flexibilität haben? Und welche langfristigen Wirkungen auf die Vereinheitlichung der Systeme Sie dadurch erwarten? Mhm. Professor Becker. Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal, das Ziel der Empfehlung ist natürlich auf der einen Seite schon, Ziele vorzugeben, also eben einen sozialen Schutz vorzugeben, aber doch relativ offen zu halten, wie man diesen sozialen Schutz umsetzt, sodass die verschiedenen sozialen Schutzmodelle, die wir haben in den verschiedenen Mitgliedstaaten, davon kann man schon sprechen, auch weiterhin erstmal durch die Empfehlung unmittelbar geschützt bleiben. Das entspricht übrigens auch Artikel 153 Absatz 4 und 5, den Ausnahmen im AIUV, die ja darauf abzielen, dass die nationalen Systeme aufrechterhalten bleiben können. Es gibt aber natürlich, und das will ich nicht verhehlen, schon einen gewissen politischen Druck dann an diesen traditionellen Systemen Veränderungen vorzunehmen. Das sehen Sie ja an der Sicherung der Selbstständigen. Traditionell sind die in Deutschland vielleicht weniger gesichert als in anderen Mitgliedstaaten. Und da gibt es natürlich dann schon einen gewissen politischen Druck. Der ist aber nicht programmiert durch diese Empfehlung. Also die Empfehlung ist in dem Punkt offen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen. Herr Professor Zimmer. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Und sie schließt ein bisschen an das an, was wir eben von Professor Becker gehört haben. Wird Ihrer Meinung nach durch die Ratsempfehlung die Befugnis der Mitgliedstaaten, Zitat, die Grundprinzipien ihres Systems der sozialen Sicherheit festzulegen, Zitat Ende, substanziell beeinträchtigt? Frau Dr. Bazan. Die Beschäftigung und Sozialpolitik gehören nach Artikel 51 und 151 und 153 AIUV zu den Angelegenheiten der Mitgliedstaaten und nicht zu den Kompetenzen der Europäischen Union. Die Aufgabe der Europäischen Union beschränkt sich darauf, die Mitgliedstaaten auf einigen Feldern der Beschäftigungs- und Sozialpolitik zu unterstützen und zu ergänzen. Diese Zuständigkeit der Mitgliedstaaten muss wiederum respektiert werden und das Subsidiaritätsprinzip darf nicht unter dem Deckmantel von Ergänzungs- und Unterstützungsmaßnahmen beeinträchtigt werden. Bei einigen inhaltlichen Vorschlägen der Empfehlung besteht aber aus unserer Sicht das Risiko, dass diese in die nationalen Sicherungssysteme eingreifen. Zum Beispiel die Aufnahme einer Beschäftigung unabhängig von deren Umfang kann nicht eine vollumfassende Absicherung garantieren. So kann zum Beispiel eine geringfügige Beschäftigung keinen vollumfassenden Krankenversicherungsanspruch auslösen, so die Gesamtheit der Beitragszahlen zu sehr belasten würde. Vielen Dank, Herr Wittecker. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Dr. Becker. Am 6. Dezember wurde ja im EBSCO die Formulierung politisch quasi geeint. Können Sie sagen, dass die Einigung am Ende von allen Mitgliedstaaten, also auch jedem mit den Parlamentsvorbehalten, mitgetragen wird? Und wie beurteilen Sie, dass Deutschland die Zustimmung des Vertreters im Rat unter Parlamentsvorbehalt gestellt hat? Professor Becker. Ja, also der erste Teil der Frage, ich kann natürlich nicht genau sagen, ob die Vertreter der anderen Mitgliedstaaten eben im Endeffekt zustimmen werden oder nicht. Wir haben ja im Verlaufe des Verfahrens einige Protokollerklärungen aus einigen Mitgliedstaaten gehabt. Sie haben es in meiner schriftlichen Stellungnahme auch gefunden. Da wird insbesondere hingewiesen auf die Eigenheit, die aber eigentlich in sehr vielen Mitgliedstaaten besteht, nämlich dass das Unfallrisiko vor allen Dingen bei unselbstständiger Beschäftigung abgesichert wird. Nochmal, da diese Empfehlung aber nicht dazu zwingt, das unmittelbar zu verändern, sondern da man auch mit freiwilligen Instrumenten versuchen kann, Angebote erstmal zu machen und das immer noch ein Sollensverpflichtungen sind, sehe ich eigentlich nicht, dass es überhaupt dazu kommen kann, dass es zu diesem scharfen Konflikt jemals käme. Deswegen kann es gut sein, dass die Mitgliedstaaten im Endeffekt dem trotzdem zustimmen werden. Das will ich nicht ausschließen.
Man darf übrigens auch nicht übersehen, wenn wir schon dabei sind, wo es also diese Konfliktlinien geben könnte, dann ist das Arbeitslosenrisiko natürlich noch ein viel größeres, bietet viel mehr Konfliktpotenzial. Hier haben wir praktisch eine gespaltene Situation in Europa und sehr viele Länder können sich gar nicht vorstellen, vielleicht nicht mal freiwillige Angebote zu machen. Das muss sich also erst entwickeln. Und vor dem Hintergrund denke ich schon, dass die Mitgliedstaaten grundsätzlich wahrscheinlich im Endeffekt dem zustimmen werden. Aber das ist natürlich, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, klarerweise. Das Verfahren hier hängt natürlich im Wesentlichen zusammen mit unseren eigenen Zustimmungsgesetzen zur Integration. Das steht ja auch in der Ausschussdrucksache klar drin. Es geht um diese Integrationsverantwortung. § 8 sieht ja im Grunde genommen vor, dass immer dann, wenn diese Kompetenzabrundung, also der Artikel hier 354 AEOV, eine Rolle spielt, dass dann immer das Parlament mit einzuschalten ist. Das ist sozusagen die Idee, die dahinter steht. Und nun ist eins eigentümlich, haben Sie recht, auf den ersten Blick wirkt es ein bisschen eigentümlich. Wir haben hier eine Empfehlung, also gar keine verbindlichen Vorschriften. Warum machen wir es dann? Im Paragraph 8 steht aber nur ein Verweis auf die Vorschriften im Sinne dieser Vorschrift des AEUV. Und zu den Vorschriften im Sinne des AEUV gehören alle Instrumente, also auch Empfehlungen. Und ich nehme mal an, ehrlich gesagt, dass das der einfache Hintergrund für dieses Prozedere ist, dass also durchaus von den gesetzlichen Bestimmungen auch so gedeckt ist. Vielen Dank, Herr Weiß. Ah, jetzt habe ich mein Brötchen gebissen. Das Brötchen, was denn sonst? Hier. Also, ich würde gerne BDA und Gesamtmetall fragen, ob sich denn aus Ihrer Sicht, aus dieser EU, also dieser Empfehlung eigentlich, für unsere deutsche Gesetzgebung Handlungsnotwendigkeiten ergeben oder nicht. Frau Bazan, Frau Solle. Dankeschön. Wie bereits erwähnt, besteht bei einigen inhaltlichen Vorschlägen der Empfehlung das Risiko, dass diese in die nationalen Sozialsysteme eingreifen. So fordert beispielsweise § 10, dass die formelle Absicherung für alle Arbeitnehmer verpflichtend gemacht wird, und zwar unabhängig von der Art des Beschäftigungsverhältnisses. Die weitgehende Sozialversicherungsfreiheit bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen nach deutschem Recht ist mit dieser Empfehlung zum Beispiel nicht vereinbar. Zudem ist diese Empfehlung nicht mit der derzeitigen Ausgestaltung der Altersvorsorgesysteme in Deutschland vereinbar. Die in der Empfehlung vorgesehene Übertragbarkeit von Ansprüchen zwischen verschiedenen Alterssicherungssystemen ist nicht realisierbar, da den Sicherungssystemen unterschiedliche Anlageformen zugrunde liegen. In ihrer Pauschalität schließt die Empfehlung daher über ihr Ziel hinaus. Denn es gibt gute Gründe, wieso der soziale Schutz für unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse unterschiedlich gestaltet werden sollte. Und das soll auch weiterhin so bleiben. Vielen Dank. Jetzt Frau Solle. Herr Solle, Sie auch. Ja, also ergänzend zu dem, was Frau Bazan bereits gesagt hat, kann ich auch noch mal auf Nummer 12 eingehen. Also die Fragestellung nach der Übertragbarkeit von Ansprüchen. Wenn ich kurz zitieren darf, ungeachtet des Beschäftigungsstatus oder selbstständigen Status soll die Übertragung von Ansprüchen auch zwischen freiwilligen und verpflichtenden Systemen während der gesamten beruflichen Laufbahn möglich sein. Das sagt die Empfehlung, die Ratsempfehlung in Punkt 12. Und hier sehen wir auch die Diskrepanz mit dem deutschen Recht. Momentan haben wir die Einschränkung, den Wechsel zurück von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche ist ab dem 55. Lebensjahr nicht mehr möglich. Und das müsste bei der Umsetzung von Nummer 12 dieser Empfehlung aus meiner Sicht angepasst werden. Vielen Dank, Herr Solle. Frau Letzius. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Deutsche Rentenversicherung, an Herrn Dr. Tiede. Gibt es denn aus Ihrer Sicht Gründe, die gegen den Gesetzentwurf entsprechen? Herr Dr. Tiede. Ja, vielen Dank. Bezogen auf die gesetzliche Rentenversicherung sehen wir keine nennenswerten Hinderungsgründe. Die Zielsetzung der Empfehlung, allen Erwerbstätigen, allen Arbeitnehmern und Selbstständigen Zugang zur sozialen Sicherung zu gewähren, sehen wir gerade im Hinblick auf die Alterssicherung für sehr sinnvoll an. Auch nicht nur für die Alterssicherung im engeren Sinne, sondern auch für die Invaliditätssicherung selbstverständlich.
Es spricht sogar aus unserer Sicht einiges dafür, wie das ja auch im Koalitionsvertrag jetzt angelegt ist, nicht nur den Zugang für alle Erwerbstätigen zur Alterssicherung, zur obligatorischen Alterssicherung zu ermöglichen, sondern diesen Zugang auch obligatorisch zu machen. Im Hinblick auf die reine Zugangsmöglichkeit ist, glaube ich, in der Alterssicherung in Deutschland die Möglichkeit schon heute generell gegeben. Vielen Dank. Jetzt Frau Schimke. Meine Frage richtet sich auch noch mal an Herrn Dr. Thiede. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen konkreter machen. Also ein Teil der Empfehlungen betrifft ja, wie gesagt, auch schon die Alterssicherung. Und mich würde hierzu Ihre Meinung mit Blick auf unsere Vorschläge im Koalitionsvertrag interessieren. Und darüber hinaus würde ich sehr gerne von Ihnen noch wissen wollen, wie Sie den heutigen bestehenden Schutz für Arbeitnehmer und Selbstständige im Fall der Erwerbsminderung beurteilen und was Ihrer Einschätzung nach künftig beachtet werden sollte im deutschen Recht. Vielen Dank, Herr Dr. Thiede. Das sind ja nun mehrere Fragen auf einmal. Also bei der Erwerbsminderung, glaube ich, haben wir im Augenblick für die Arbeitnehmer inzwischen eine ganz gute Situation, eine wirklich gute Situation. Nach den Reformen der letzten Jahre, in der letzten Legislaturperiode und jetzt in dieser, glaube ich, kann man sagen, dass für Rentenzugänge, für künftige Rentenzugänge das Erwerbsminderungsrisiko so abgesichert ist, wie es eigentlich in unserem Alterssicherungssystem, in unserer Rentenversicherung nicht besser gehen kann. Die Erwerbsgeminderten werden gestellt, als ob sie bis zur Regelaltersgrenze weitergearbeitet hätten. Das ist sicherlich ein ordentlicher Schutz. Der gilt für die Arbeitnehmer und zwar für die Zugänge. Für die Selbstständigen gilt ein vergleichbarer Schutz nur dann, wenn sie pflichtversichert in der Rentenversicherung sind. Das ist nur ein relativ kleiner Teil der Selbstständigen. Bei den übrigen Selbstständigen gibt es in den Bereichen, wo eine obligatorische Alterssicherung gegeben ist, etwa bei den Freiberuflern in berufsständischen Versorgungswerken, in der Regel auch einen guten Zugang zur Invaliditätssicherung. Bei den Selbstständigen, die nicht obligatorisch abgesichert sind, ist es sehr viel schwieriger. Im privaten Bereich, privaten Versicherungsbereich, eine vergleichbar gute Invaliditätssicherung zu bekommen, ist möglich für diejenigen, deren Invaliditätsrisiko relativ klein ist. Bei denen mit hohem Invaliditätsrisiko ist es sehr teuer oder auch gar nicht möglich in einzelnen Fällen. Von daher sehe ich da durchaus auch einen gewissen Handlungsbedarf. Soweit ich den Koalitionsvertrag so verstehe, dass die obligatorische Alterssicherung für Selbstständige in der Rentenversicherung mit Opt-out-Möglichkeit sich auch auf den Invaliditätsschutz bezieht, wäre das ein sinnvoller Weg, da etwas zu verbessern. Ich hoffe, ich habe jetzt alles beantwortet, was Sie gefragt haben. Ja, das war ja nicht ganz einfach. Vielen Dank, Herr Dr. Thiede. Herr Heilmann. Ja, vielen Dank für die interessanten Antworten, Herr Thiede. Jetzt würde ich praktisch eine parallele Frage an den GKV stellen, an den Vertreter des GKV. Wie beurteilen Sie denn den Gesetzentwurf bzw. die Ratsempfehlung im Hinblick auf die gesetzliche Krankenversicherung? Inwiefern gibt es da konkrete Handlungsbedarfe? Und wie sehen Sie das im Hinblick auf die Selbstständigen in GKV und PKV? Herr Eisenbart. Ja, vielen Dank. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes teilen wir auf jeden Fall die Zielsetzung des Gesetzentwurfs, den Empfehlungen des Rates zuzustimmen. Der Zugang zu Sozialschutz ist bedeutend, sowohl für die wirtschaftliche und soziale Sicherheit von Arbeitskräften als auch für den funktionierenden Arbeitsmarkt und nachhaltige soziale Sicherungssysteme. Grundsätzlich gilt, ein hohes Sozialschutzniveau und der Abbau sozialer und gesundheitlicher Ungleichheiten in allen Mitgliedstaaten der EU ist Grundlage eines langfristigen wirtschaftlichen und politischen Zusammenhalts in der EU und liegt auch in einem Europa der integrierten Arbeitsmärkte und der fehlenden Binnengrenzen direkt im Interesse der Versicherten und Beitragszahler der GKV. Zum Kontext dieser Vorlage, das ist die europäische Säule sozialer Rechte. Dort ist bereits das Prinzip festgelegt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unabhängig von Art und Dauer ihres Beschäftigungsverhältnisses und unter vergleichbaren Bedingungen auch Selbstständige das Recht auf angemessenen Sozialschutz haben sollen. Der europäischen Säule sozialer Rechte haben bereits 2017 das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und auch der Rat der EU, damit auch die Bundesregierung zugestimmt. Und diese Säule widerspiegelt die sozialen Ziele der Europäischen Union, die prominent in den
Verträgen im Vertrag von Lissabon auch aufgeführt sind. Das ist die soziale Marktwirtschaft, der soziale Zusammenhalt und die Solidarität mit den Mitgliedstaaten, ein angemessener Sozialschutz und die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung. Zur Wahl der Mittel in dieser Ratsempfehlung kann man sagen, wie gerade auch Herr Becker schon ausgeführt hat, sie ist rechtlich nicht bindend. Sie ist ein freiwilliges Selbstverpflichtungsinstrument der Mitgliedstaaten. Sie lässt die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten bei der Gestaltung ihrer Sozialschutzsysteme unberührt. Sie stimmt ein mit den Kompetenzen der EU und dem Subsidiaritätsprinzip und überlässt den Mitgliedstaaten die Wahl der Mittel, um diese Ziele zu erreichen. Es gibt im Übrigen auch keinen Hinweis darauf, dass die Europäische Kommission in diesem Zusammenhang weitere Gesetzgebung vorbereitet, wie an anderem Orte zu lesen war. Und es gibt auch keinen Versuch einer Harmonisierung durch diese Vorlage. Es gibt vorgesehen sind Instrumente zur Überprüfung und Evaluierung, um ein gewisses Maß an Verbindlichkeit zu schaffen. Der GKV-Spitzenverband begrüßt insbesondere den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten und den Interessenträgern. Zum Handlungsbedarf zunächst die europäische Perspektive. In Europa gibt es, was den Sozialschutz im Bereich Krankheit und Pflege angeht, ein sehr, sehr uneinheitliches Bild. In etwa 2/3 der Mitgliedstaaten gibt es eine nahezu universelle Abdeckung der Bevölkerung mit Gesundheitsschutz. In einem Drittel der Mitgliedstaaten hingegen gibt es Sicherungslücken. Nach EU- und OECD-Zahlen gibt es in etwa 1/3 der Mitgliedstaaten zwischen 4 und 14% der Bevölkerung, die keinen formellen Schutz vor dem Risiko der Krankheit haben. Das heißt, auf europäischer Ebene gibt es erheblichen Handlungsbedarf. In Deutschland sieht die Situation insgesamt gut aus. Wir haben eine nahezu universelle Absicherung, zum einen durch die Berechtigung und Pflicht, sich in der GKV zu versichern. Wir versichern etwa 90% der Bevölkerung in Deutschland gegen das Risiko der Krankheit und die soziale Pflegeversicherung dann analog bei Pflegebedürftigkeit. Parallele Strukturen bestehen in der privaten Krankenversicherung. Dann kommen hinzu Ansprüche für bedürftige Menschen zur Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen durch die Träger der Sozialhilfe und Ansprüche auf Übernahme von Beiträgen, wenn man allein durch die Beitragspflichten bedürftigt würde. Der gesamte Regelungsrahmen stellt aus unserer Sicht sicher, dass in Deutschland jeder Zugang zu Gesundheitsschutz hat und damit das Prinzip des Versicherungsschutzes für alle bereits weitestgehend verwirklicht ist. Jetzt haben Sie noch nach der Situation der Absicherung der Selbstständigen gefragt. Hauptberuflich Selbstständige können sich in der GKV absichern, auch in der Pflegeversicherung. Das ist eine sehr uneinheitliche, unhomogene Gruppe. Wir haben Handwerksmeisterinnen, wir haben Selbstständige, die keine eigenen Arbeitnehmer beschäftigen, Solo-Selbstständige. Wir haben in Berlin zum Beispiel die Start-up-Szene, also sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Und es hat bereits Reformen in diesem Bereich gegeben. Herr Soll, jetzt sind schon noch ein paar andere Fragen da. Es wäre ganz gut, wenn Sie langsam zum Schluss kommen. Ja, aber nach der Absicherung der Selbstständigen wurde explizit gefragt. Also ich versuche, es so schnell wie möglich zu machen. Also mit dem versicherten Entlastungsgesetz wurde abgeschafft die höhere und spezifische Mindestbemessungsgrenze für hauptberuflich Selbstständige. Jetzt geht für alle freiwillig Versicherten der GKV eine einheitliche Mindestbemessungsgrenze. Die Mindestbemessungsgrenze für Selbstständige ist quasi halbiert worden. Für Selbstständige mit sehr geringem Arbeitseinkommen geht das mit erheblichen Beitragsentlastungen einher. Die zahlen jetzt einen Mindestbeitrag von 161 Euro. Die Absicherung des Einkommensausfallrisikos im Krankheitsfall ist nicht obligatorisch, sondern optional. Das geht so nicht. Also Sie machen hier Vorträge stundenlang und sollen die Frage kurz beantworten. Herr Professor Zimmer, ich habe hier noch das Wort. Sie haben das Wort, aber ich würde Sie in der Tat bitten, ich habe es schon einmal gesagt, dass Sie zum Ende kommen. Ja, ich bin damit auch quasi am Schluss. Also es gibt eine erhebliche Beitragsentlastung. Ich freue mich, dass die auf Gegenliebe stößt bei anderen Verbänden. Nachsteuern ist in diesem Fall aus meiner Sicht derzeit nicht erforderlich. Vielen Dank. Jetzt kommt aber Herr Professor Zimmer. Danke. Meine Frage geht an die Interessengemeinschaft der selbstständigen Dienstleisterinnen in der Veranstaltungswirtschaft. Wie beurteilen Sie die Einbeziehung der Selbstständigen in die Krankenversicherung und die abgesenkte Mindestbeitragsgrenze bei der GKV? Herr Pohl.
Dankeschön. Das empfinden wir als sehr positiv. Das ist sehr gut, dass das gemacht worden ist. Es könnte noch weitreichender sein, da immer noch nicht mit bedacht worden ist, dass Selbstständige durchaus auch mal weniger und mal mehr verdienen können. Es sollte also tatsächlich noch angebunden werden an das Einkommen der Selbstständigen. Vielen Dank, Herr Wittecker. Ja, ich hätte noch mal eine Frage an Frau Dr. Basan vom BDA. Die Empfehlung sieht ja vor, Instrumente zur Berichterstattung und Evaluierung der Umsetzung der Ziele vorzunehmen. Was muss aus Ihrer Sicht diesbezüglich sichergestellt werden? Frau Dr. Basan. Dankeschön. Es wurde mehrmals hier gesagt, diese Empfehlung hat kein rechtsverbindliches Charakter. Einerseits. Andererseits haben wir hier ein oder wird hier einen Überwachungsrahmen für die Bewertung der Umsetzung der Empfehlung vorgesehen. Zudem wird auch ein Berichtsverfahren für die Überprüfung der Umsetzung. Und auf Grundlage des Berichtes hält sich die EU-Kommission die Initiative offen, weitere Initiativen in dem Bereich vorzulegen. Diese Überwachungs- und Berichtsverfahren sehen wir als im Widerspruch mit dem nicht rechtsverbindlichen Charakter der Empfehlung. Es muss sichergestellt werden, dass es sich hinsichtlich der Evaluierung der Umsetzung nur um einen freiwilligen Informationsaustausch und die Anwendung der bewährten Verfahren im Rahmen der Methode der offenen Koordinierung und des europäischen Semesters handeln kann. Vielen Dank, Frau Basan. Herr Weiß. Herr Weiß. Darf ich den DGB fragen? welche Bedeutung hat denn aus Ihrer Sicht die Ratsempfehlung konkret für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland? Sie dürfen jeden Sachverständigen fragen. Herr Spiller. Ja, vielen Dank. Also aus Sicht der Deutschen Gewerkschaften und des Deutschen Gewerkschaftsbundes handelt es sich dabei um einen grundlegend richtigen und zu begrüßenden Vorschlag, der allerdings nicht den nötigen Umfang oder die nötige Regelungstiefe aufweist, so wie wir uns das wünschen würden. Ich würde das gerne kurz ausführen. Wie Sie wissen, existiert in der EU ja ein beträchtliches Gefälle an Wohlstand zwischen den nördlichen, den südlichen, den neueren und den älteren EU-Mitgliedstaaten. Und dementsprechend sind auch die Voraussetzungen für tatsächliche soziale Sicherheit und für den Bedarf an leistungsfähigen sozialen Sicherungssystemen unmittelbar an diese unterschiedlichen Voraussetzungen, also die konkreten Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, gebunden. Aber das Ausmaß, in dem die völlig unterschiedlich strukturierten und finanzierten Sicherungssysteme dazu beitragen, ist absolut ungleich ausgestaltet. In Deutschland hatten wir 2014 Pi mal Daumen 30% des Bruttoinlandsprodukts als Gesamtausgaben für die soziale Sicherung aufgewendet. In Frankreich waren das ungefähr 34%. In Rumänien 14, in Estland 15. Also Sie sehen, da gibt es ein ganz unterschiedliches Commitment, aus welchen Richtungen auch immer, um dieses Ziel zu erfüllen. Wenn man auf die Gesamtausgaben für den Sozialschutz in Euro je Einwohner schaut, wird dieser Trend noch deutlicher sichtbar. Da zeigt sich, dass 11 der 13 seit 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten nach wie vor die Plätze 18 bis 28 im Ranking dort belegen. Also dass es einen ganz massiven Gap gibt zwischen den neuen, zwischen den östlichen, südöstlichen Mitgliedstaaten und den alten Mitgliedstaaten. Das sind Zahlen aus dem Sozialkompass der Bundesregierung. Mit diesem Wohlstandsgefälle geht eben auch ein Gefälle des Sicherungsumfangs einher. Und soziale Sicherung muss aus Sicht des DGB zumindest zwei Funktionen erfüllen. Sie muss umfassend zugänglich sein und sie darf sich nicht auf eine Minimalversorgung beschränken. Wenn man jetzt in den Kommissionsvorschlag schaut, so wie er ursprünglich unterbreitet wurde, dann wurde dort in Punkt 1 und 2 formuliert, erstens, den Mitgliedstaaten wird empfohlen, allen Arbeitnehmern und Selbstständigen in den Mitgliedstaaten Zugang zu einem angemessenen Sozialschutz zu gewähren. Und zweitens, den Mitgliedstaaten wird empfohlen, im Einklang mit dieser Empfehlung Mindeststandards für den Sozialschutz der Arbeitnehmer und Selbstständigen einzuführen. Und da offenbart sich aus Sicht des DGB auch das ganze Dilemma, denn die Mindeststandards, die aus unserer Sicht eigentlich
sehr dringend notwendig wären. Um diesem Ziel der Empfehlung gerecht zu werden, werden an keiner Stelle sonst im Text der Empfehlung des Vorschlags erwähnt. Und das bedauern wir sehr. Aber im Übrigen geht dieser Vorschlag in die richtige Richtung. Vielen Dank, Frau Letzius. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Interessengemeinschaft der selbstständigen Dienstleister. Das ist der Herr Pohl. Wie sollte die Absicherung von Selbstständigen aus Ihrer Sicht in der Arbeitslosenversicherung vor dem Hintergrund der Ratsempfehlung künftig ausgestaltet werden? Herr Pohl. Vielen Dank. Die sollte auf jeden Fall freiwillig sein. Wir wollen die Unterscheidung, wenn ein Selbstständiger, also wie wollen man, will man unterscheiden, ob ein Selbstständiger arbeitslos ist oder im Moment nur keine Aufträge hat? Das wird sehr schwierig darzustellen. Das heißt, da sehen wir auch sehr viel Betrugsmöglichkeit schon vorab. Und da sind wir auch keine großen Fans von. Ein Selbstständiger ist de facto kein Angestellter. Das heißt, man kann auch nicht alle Risiken, die ein Selbstständiger hat, zu 100% abdecken. Von daher sehen wir, dass so eine Arbeitslosenversicherung im besten Fall freiwillig passieren kann, weil wir auch durchaus sehen, dass es Bereiche gibt, in denen Selbstständige arbeiten, die das brauchen, die so eine Absicherung nötig haben. Und wenn man als Selbstständiger diese Sicherheit haben will, sollte man die Möglichkeit haben, genauso wie bei allen anderen Systemen, dass der Zugang für Selbstständige in diese gesetzlichen Systeme möglich wäre. Vielen Dank, Herr Pohl. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion angelangt. Und wir kommen zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Und da hat sich als erstes Frau Schmidt gemeldet. Frau Schmidt, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an Frau Queisser und an den DGB, wobei Herr Spiller eben schon ein bisschen was dazu gesagt hat, aber vielleicht mag er das noch ergänzen. Wenn wir uns angucken, wie sich die Arbeitsmärkte in Europa im Zuge Globalisierung, im Zuge technologischen Wandel, Digitalisierung verändern, stellen wir fest, dass es immer neue, vielfältigere Beschäftigungsformen gibt und dass wir uns in unseren Sozialversicherungssystemen aber immer noch an sogenannten Standardversicherten orientieren und selten schon auf neue Beschäftigungsformen eingestellt sind. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Zielsetzung der Empfehlung des Rates, allen Selbstständigen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der EU den Zugang zu den jeweiligen Sozialschutzsystemen der Mitgliedstaaten zu ermöglichen? Vielen Dank, Frau Queisser. Vielen Dank. Grundsätzlich positiv und genau aus dem Grund, den Sie gerade eben genannt haben. Man fokalisiert sich sehr viel auf Selbstständige, aber eigentlich vergisst man dabei manchmal, dass es ja insgesamt zu sehr viel flexibleren und häufig prekäreren Arbeitsbedingungen in europäischen Ländern kommt. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Initiative, auch einfach um Augenmerk und viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass unterschieden wird zwischen formeller Absicherung und tatsächlicher Absicherung. Denn wenn man versucht, überhaupt erstmal einen Plan zu erstellen, wer wie abgesichert ist, stellt man ganz schnell fest, was auf dem Papier existiert und was in der Realität existiert, zwei sehr verschiedene Dinge sind. Insofern finde ich auch sehr gut, dass in dieser Empfehlung dieser Unterschied gemacht wird. Vielen Dank, Frau Queisser. Jetzt hat aber auch Herr Spiller gefragt. Ja, vielen Dank. Also ich versuche das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Wir sehen in dieser Zielsetzung eine grundsätzliche Spaltung zwischen dem Vorhaben, den Zugang zu ermöglichen. Der Zugang ist gut, der Zugang wird aber keinem Selbstständigen, keinem Normalbeschäftigten, wie auch immer, etwas nützen, wenn die tatsächliche Sicherungsqualität des sozialen Sicherungssystems, das dahinter steht, nicht entsprechend leistungsfähig ist. Und an der Stelle hätten wir uns eben nicht nur gewünscht, dass der Zugang sozusagen geöffnet und klargestellt wird, dass dafür transparente Regelungen geschaffen werden, sondern dass auch eine Mindestebene eingezogen wird, die festlegt, dass Beschäftigte gleich welchen Beschäftigungsstatus nicht darunter fallen können, was ihre soziale Absicherung in allen Bereichen angeht. Und dafür sind Mindeststandards in den sozialen Sicherungssystemen aus unserer Sicht der geeignete Weg. Vielen Dank. Nächste Frage wieder von Frau Schmidt. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich wieder an den DGB und an Frau Queisser. Ich möchte Sie bitten, ob Sie das vielleicht ein bisschen konkreter machen können. Also welche Probleme bei der Absicherung von Selbstständigen und neuen Beschäftigungsproblemen sind Ihnen innerhalb der EU bekannt? Und können Sie uns vielleicht Beispiele geben und auch mal Unterschiede deutlich machen? Herr Spiller. In den verschiedenen europäischen Ländern. Gerne. Ich versuch's. Also Selbstständige müssen ihre soziale Sicherung häufig grundsätzlich vollständig aus den erzielten Einnahmen
selbst tragen. Das ist, liegt ja sozusagen im Kern des Wesens des Selbstständigen, der selbstständigen Erwerbsform. Die zugrunde liegende Einkommenslage ist aber absolut heterogen. Also mindestens ein Drittel der Selbstständigen, beispielsweise in Deutschland, haben so niedrige Einkommen, dass ihre soziale Sicherung unzureichend ist oder sie sogar vollständig darauf verzichten müssen. Viele Selbstständige verdienen weniger als Beschäftigte in regulären Arbeitsformen. Dazu kommt, dass ihre Einkommen ja unmittelbar von Auftragsschwankungen, von konjunktureller Lage abhängig sind. Und daraus auch ihre Fähigkeit, Sozialversicherungsbeiträge überhaupt zu zahlen oder Rücklagen für kritische Zeiten zu bilden, sehr uneinheitlich, sehr schwierig zu planen ist. Problematisch ist darüber hinaus, dass Selbstständige bei Vertragsabschlüssen häufig wie große Konzerne behandelt werden und zwar nach Kartellrecht eben keine Honorarabsprachen treffen dürfen. Damit steigt auch das Risiko, dass die Preise ihrer Honorare ins Bodenlose verhandelt werden, denn irgendwie ist natürlich jeder daran interessiert, den Auftrag letztlich zu ergattern. Für uns ist der Anstieg insbesondere der Solo-Selbstständigkeit europaweit ein bedeutender Faktor für das hohe Niveau von prekärer Beschäftigung und deutlich mitverantwortlich für den eindeutigen Anstieg von Erwerbsarmut. In Deutschland liegt diese Quote im Moment bei 22,6% aller Erwerbstätigen. Die soziale Sicherung insgesamt ist auf diesen Personenkreis häufig nicht zugeschnitten. Also viele Berufsgruppen sind oftmals nicht von einer Versicherungsverpflichtung abgedeckt, um sich gegen zentrale Lebensrisiken in einem kollektiven sozialen Pflichtversicherungssystem überhaupt abzusichern. Das ist besonders problematisch, wenn, wie gerade gesagt, die Honorare eben so niedrig kalkuliert werden, dass Einzahlungen in die Sozialversicherung eingespart werden müssen. Diese Konkurrenzsituation führt dazu, dass viele Selbstständige im Fall von Auftragslosigkeit, Krankheit oder Erwerbsunfähigkeit unmittelbaren existenziellen Risiken ausgesetzt sind. Das gilt insbesondere nochmal für den Bereich der Solo-Selbstständigkeit. Solo-Selbstständige wechseln häufig zwischen verschiedenen Formen der Beschäftigung und in dieser wachsenden Grauzone zwischen regulärer abhängiger Beschäftigung und Selbstständigkeit ist die Solo-Selbstständigkeit eben besonders problematisch und missbrauchsanfällig. Vielfach werden Beschäftigte auch von ihren Arbeitgebern veranlasst, sich als Selbstständige anzumelden, um alle Risiken der Selbstständigkeit zu übernehmen. Und solche zweckentfremdeten Werkverträge werden von Arbeitgebern eben gerne auch missbraucht, um mithilfe von Scheinselbstständigen Lohnkosten zu senken und die Belegschaft im Stammbetrieb zu spalten. Und Solo-Selbstständigkeit gewinnt sozusagen als letzter Punkt noch deshalb an Bedeutung, weil sie den flexiblen Anforderungen der digitalen Arbeitswelt besonders gut entgegenkommt. Deswegen ist gerade im Bereich Crowdworking, digitales Arbeiten, diese Beschäftigungsform so besonders problematisch aus unserer Sicht. Zusammengefasst sind Selbstständigkeit, Soloselbstständigkeit und neue Beschäftigungsformen in der EU unter den gegebenen Rahmenbedingungen nur schwer sozial abzusichern, gleichzeitig jedoch auch besonders absicherungsbedürftig, um einer Armutsgefährdung der betroffenen Erwerbstätigen vorzubeugen. Frau Queisser. Zusätzlich noch vielleicht ein paar Beispiele, nach denen Sie gefragt haben. Eine Situation, die wir sehen in vielen Ländern, ist die Fragmentierung von den verschiedenen Systemen, die für Selbstständige existieren. Nehmen wir einfach nur mal Deutschland, 89 Versorgungswerke für die Altersvorsorge von Selbstständigen ist ein Beispiel dafür. Dann die Zahlungsfähigkeit wurde bereits angesprochen. Wer zahlt die Arbeitnehmer-Arbeitgeberbeiträge? Ist das überhaupt machbar? In welcher Höhe? Und wenn es solche Kostenunterschiede dann gibt, wo man sagt, bestimmte Gruppen müssen vielleicht weniger zahlen, weniger Steuern plus weniger Beiträge, dann sieht man, dass diese Kostenunterschiede strategisch genutzt werden. Und wir haben gute Beispiele dafür, wie man es nicht machen sollte, zum Beispiel in den Niederlanden, in Italien, in Österreich, wo man sieht, dass ganz deutlich die unterschiedliche Belastung sich direkt niederschlug in den Zahl der verschiedenen Formen von Selbstständigkeit, Solo-Selbstständigkeit, nicht regulären Arbeitnehmern. Und jedes Mal, wenn die Regulierung sich geändert hat, dann haben sich die Zahlen auch dementsprechend wieder bewegt. Eine Mode, die im Moment gerade in Europa und auch darüber hinaus existiert, ist die Individualisierung, die diese Portabilität befördern soll, was eine sehr gute Sache im Prinzip ist. Aber die Individualisierung in Konten, wo jeder einzelne Anspruch festgeschrieben wird, ist so lange sehr gut, wie tatsächlich auch was auf diesen Konten stattfindet, dass die alimentiert werden. Für Leute, wo die Konten nicht alimentiert werden, bringt es überhaupt nichts, weil auf dem Konto ist nichts und dann gibt es natürlich im Ende auch keine Sicherungsansprüche.
Dann vielleicht noch eine positive Seite. Es ist natürlich durch diesen Ansatz, mehr nach neuen Lösungen zu suchen, hat man auch mehr Flexibilisierung. Und es gibt auch außerhalb Europas Beispiele dafür, wie man das nicht in einem traditionellen Sozialversicherungssystem machen kann, sondern über den Arbeitsmarkt. Und ich glaube, ganz grundsätzlich kann man in dieser Geschichte die sozialen Sicherungssysteme nicht von dem trennen, was auf dem Arbeitsmarkt passiert. Das muss zusammen gesehen werden. Vielen Dank, Frau Queißer. Herr Rützel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht am DGB und an Frau Queißer nochmal. Wir haben heute ja schon öfters besprochen und auch gehört, dass die Empfehlung des Rates eben keine rechtliche Verbindung für die Mitgliedstaaten hat. Aber würden Sie sich denn eine verbindliche Lösung überhaupt auf europäischer Ebene vorstellen und wünschen? Und wenn ja, wie könnte man eine solche Lösung Ihrerseits ausgestalten? Herr Spiller. Ja, vielen Dank. Also tatsächlich ist es unzweifelhaft so, wir haben das ja tatsächlich auch gerade schon gehört, dass eine Ratsempfehlung keine rechtliche Bindungswirkung von vornherein hat und damit an den Willen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung darauf angewiesen ist. Nun hat die Europäische Kommission interessanterweise ja sogar im Begründungstext ihres Vorschlags geschrieben, dass sie den Konsenswillen oder die Konsensfähigkeit der Mitgliedstaaten als sehr niedrig erachtet und unter anderem deshalb auf die Empfehlung als Mittel sozusagen ausweicht. Und das spricht eigentlich schon relativ viel aus unserer Sicht über die zu erwartende Möglichkeit, dort eine Einigung zu finden. Wir würden also deswegen vorschlagen, natürlich, oder wir würden uns wünschen, dass es eine rechtlich viel konkretere Handhabe in diesem Bereich gibt. Und dafür sind aus unserer Sicht auch durchaus Möglichkeiten vorhanden. Der einfachste Weg wäre natürlich ein sozialpolitisch mutiges Handeln der EU-Kommission gewesen. Sie könnte zum Beispiel nach Artikel 151 AVEU eine Richtlinie erlassen in diesem Bereich, die sich der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen und der Erreichung eines angemessenen sozialen Schutzes widmet. Das ist sozusagen der Konjunktiv der Wünschenswerte. Viel naheliegender und praxisrelevanter wäre es aber, eben Mindeststandards zur sozialen Absicherung zu konkretisieren und zu beschließen. Und das wäre auch die dringende Empfehlung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sowohl in Richtung des Rates als auch in Richtung der weiteren Sozialpolitik dort, dass diese Mindeststandards beschlossen werden, von denen dann die Mitgliedstaaten eben auch nur nach oben und nicht nach unten abweichen dürfen. Der dritte Ansatz, den ich nur ganz kurz noch erwähnen möchte, wäre die Einführung eines europäischen Mindestrahmeneinkommens. Es gibt das sogenannte European Minimum Income Scheme, was auch von der EU-Kommission mit einem eigenen Projekt seit vielen Jahren begleitend erforscht wird. Und hier wäre es eigentlich wünschenswert, dass man den eigenen Forschungsaufträgen auch Taten folgen lässt und dort eine entsprechende Initiative starten würde. Vielen Dank, Frau Queißer. Wünschenswert vielleicht ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass man sehr schnell zu solchen verbindlichen Mindeststandards kommen wird. Ich habe seit vielen Jahren teilgenommen an den Verhandlungen im Rahmen der offenen Methode der Koordinierung. Und man sieht schon auch nur für den Teilbereich Renten, wie schwierig das schon war. Man kann sicherlich in einigen Bereichen schrittweise vorgehen, wie man das zum Beispiel in der Gleichstellung gesehen hat, die Quotendiskussion oder jetzt auch für die zum Beispiel verbindlicher Mutterschaftsurlaub und andere Bereiche, wo man schrittweise vorgeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Rundumschlag jetzt Mindeststandards für alles erlässt und das dann auch eingeführt wird, weil die Unterschiede sind einfach noch so groß. Und ich muss sagen, es sind nicht nur ökonomische Unterschiede. Es wird immer wieder betont, dass es ganz große ökonomische Unterschiede gibt, die natürlich sehr wichtig sind. Es sind aber auch kulturelle Unterschiede da, was verschiedene Länder und Kulturen von ihren sozialen Sicherungssystemen erwarten. Und ich meine, wir sehen jetzt, dass Großbritannien wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr mitmachen. Aber das ist, solange die dabei waren, unterlag das eben einer ganz anderen Philosophie als, sagen wir mal, Deutschland und Frankreich zum Beispiel. Vielen Dank, Frau Queißer. Herr Dr. Rosemann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde mich jetzt gern der Frage der Altersabsicherung von Selbstständigen in Deutschland mal zuwenden. Und meine Frage geht an Herrn Dr. Tiede von der Rentenversicherung und Herrn Spiller vom DGB. Wie bewerten Sie denn die Altersabsicherung von Selbstständigen, wie wir sie bisher in Deutschland haben? Und wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Empfehlungen des Rates? Dr. Tiede.
Ja, ich sagte schon, wir haben in Deutschland ein Alterssicherungssystem, das für abhängig Beschäftigte relativ umfassend ist. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu drehen. Für Selbstständige haben wir die Situation, dass etwa für ein Viertel der Selbstständigen obligatorische Alterssicherung vorgesehen ist, für in der gesetzlichen Rentenversicherung, für kleinere Gruppen, für die Freiberufler in den Versorgungswerken und für die Landwirte in ihrer eigenen Alterssicherung der Landwirte. Drei Viertel haben keine obligatorische Absicherung der Selbstständigen. Allerdings haben alle Selbstständigen die Möglichkeit, in den ersten 5 Jahren nach Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit auf Antrag pflichtversichert zu werden in der Rentenversicherung. Die Möglichkeit gibt es schon. Ich glaube, der Vorschlag oder die Empfehlung, die die Kommission macht, die alle einen Zugang zu gewähren, der ist schon erfüllt in Deutschland. Aber sinnvoll wäre sicherlich, darüber hinauszugehen und zumindest im Bereich der Alterssicherung eine obligatorische Absicherung für alle vorzusehen, wie das im Koalitionsvertrag ja auch angelegt ist. Vielen Dank, Herr Diede. Herr Spiller. Ja, vielen Dank. Also tatsächlich ist es aus selbstständigen Perspektive ein sehr zergliedertes und schwer durchschaubares Absicherungs- oder Versicherungssystem im Bereich der Alterssicherung. Selbstständige sind grundsätzlich eben in Deutschland nicht rentenversicherungspflichtig. Es gibt allerdings vielfache Ausnahmen, zum Beispiel berufsständische Berufe sind obligatorisch in eigenen Versorgungswerken versichert. Daneben gibt es noch Berufsgruppen, die unabhängig von Angestellten versicherungspflichtig sind. Hebammen, Entbindungspfleger, Seelotsen, Hausgewerbetreibende, Handwerker. Also es gibt verschiedene Formen, um das kurz zu machen, die tatsächlich darunter fallen können. Es gibt aber kein vereinheitliches System. Und deshalb halten wir die Lösungsfähigkeit der Empfehlung auch an der Stelle für nicht besonders ausgeprägt. Also es wird ein Zugang angesprochen, der Zugang besteht bereits in Deutschland. Allerdings ist er im weitesten Teil nicht sehr klar oder nicht sehr koordiniert. Und zudem steht ja unter Punkt B des entsprechenden Passus in der Empfehlung, dass er für Selbstständige zumindest auf freiwilliger Basis möglich und gegebenenfalls verpflichtend gemacht wird. Und da würden wir dann doch dafür sprechen, dass dieses auf freiwilliger Basis und gegebenenfalls rauskommt und dass es tatsächlich um eine verpflichtende Absicherung geht, auch für Selbstständige. Vielen Dank, Herr Spiller. Dr. Rosemann. Ja, meine nächste Frage geht auch an Herrn Spiller und Herrn Dr. Tiede. Und es ist ja schon angesprochen worden, was im Koalitionsvertrag verabredet wird, nämlich dass Selbstständige obligatorisch in die Alterssicherung einbezogen werden sollen. Meine Frage, wie bewerten Sie das und wie bewerten Sie insbesondere die Vereinbarung der sogenannten Opt-out-Regelung, mit der Selbstständige die Möglichkeit erhalten sollen, alternativ außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung für das Alter vorzusorgen, wenn sie eine andere geeignete, insolvenzsichere und ausreichende Vorsorgeart nachweisen können? Dr. Tiede. Ja, im Grundsatz hatte ich schon gesagt, finden wir den Vorschlag, die Überlegung, eine obligatorische Alterssicherung für alle Selbstständigen einzuführen, sinnvoll und gut. Es ist schon so, dass wir die Möglichkeit, diese obligatorische Alterssicherung in der Rentenversicherung durchzuführen, für vorteilhaft gehalten hätten. Die Möglichkeit des Opt-out führt dazu, dass die Umsetzung dieses Vorschlages sicherlich bürokratischer werden wird als eine reine Absicherung in der Rentenversicherung, aber nichtsdestotrotz möglich ist. Möglich ist auch vor allem dann, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, die dann aber auch geschaffen werden müssen. Und dazu zählt für mich vor allem, dass das, was Opt-out-Produkte sind, gesetzlich oder durch eine staatliche Verordnung geregelt ist. Also wir brauchen eine Positivliste, sonst haben wir keine Rechtssicherheit in dem Bereich. Wir brauchen sicherlich eine Absicherung aller Risiken, also auch Invalidität in dem Opt-out-Produkt. Wir brauchen eine Nutzung der schon vorhandenen Informationen, insbesondere in der Finanzverwaltung. Sonst haben die Selbstständigen doppelte Arbeit oder dreifache und wir auch. Und ein ganz wichtiger Punkt für uns als letztes, wenn es Opt-out-Produkte gibt, dann müssen diese Opt-out-Produkte auch zuständig sein für Beitragseinzug und Prüfung. Es kann nicht sein, dass die Rentenversicherung zuständig wird für den Beitragseinzug und die Beitragsprüfung von anderen Produkten. Das muss ganz sichergestellt sein. Das wird auch unsere Selbstverwaltung sonst nicht mitmachen. Vielen Dank, Herr Dr. Tiede. Herr Spiller, tut mir leid. Aber wir haben ja noch eine freie Runde gleich. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der SPD-Fraktion anbelangt, kommen jetzt zur AfD-Fraktion. Da hat sich als erstes Herr Springer gemeldet. Herr Springer, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Professor Beck und greift
etwas auf, was Frau Bazan von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände schon erwähnte, nämlich den Widerspruch zwischen der Aussage, eine Ratsempfehlung sei ja rechtlich nicht verbindlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber der in der Ratsempfehlung eingeforderten Berichterstattung bzw. dem eingeforderten Überwachungsrahmen. Und es geht ja auch noch weiter, denn es ist ja auch davon die Rede, dass ein Plan vorzulegen ist mit zu ergreifenden Maßnahmen. Und die konkrete Frage, Herr Beck, wäre nun, wie würden Sie dieses Instrument der Ratsempfehlung rechtlich bewerten hinsichtlich seiner rechtlichen Bindungswirkung und seiner allgemein politischen Wirkung? Vielen Dank. Professor Beck. Vielen Dank. Sie haben mit Recht auf die Äußerung von Frau Dr. Bazan hier hingewiesen. Wenn ich Sie recht verstand, dann ist diese Empfehlung gleichsam als eine Art Elchtest für einen späteren Gesetzesentwurf zu verstehen. Ebenso sehe ich die Empfehlung ebenfalls. Lassen Sie mich jedoch dieser im Grunde schon dargelegten Sicht eine etwas allgemeinere Ausführung folgen. Grundsätzlich gilt, dass Empfehlungen nach Artikel 288 des AEUV keine bindende Rechtskraft haben. Haben Sie keine bindende Rechtskraft, so heißt das jedoch keineswegs, wie ebenfalls bereits mehrfach betont wurde, dass sie ohne praktische rechtliche Wirkungen seien. Und besteht also die praktische Bedeutung dieser Empfehlung oder von Soft Law im EU-Recht im Allgemeinen? Ich will hier zwei Aspekte hervorheben. Erstens in Bezug auf den EuGH. Ungeachtet der vertraglich festgelegten, nicht bindenden Geltungskraft von Empfehlungen hat der EuGH in der ihm eigenen rechtsschaffenden Art Softlaw regelmäßig eine quasi bindende Geltungskraft eingeräumt. Im Mindesten und hier beispielhaft erläutert in zweierlei Hinsicht. Erstens als Interpretationshilfen in Hinsicht auf unstrittig bindende Rechtsnormen. Zweitens an sich. Ein Beispiel hierfür ist die Behandlung der Grundrechtecharta, bevor sie überhaupt rechtsbindend wurde im Lissabonner Vertrag 2009, bereits in einigen Urteilen 2004, 5, 6, hat der EuGH auf die Charta verwiesen, als hätte sie bereits bindende Bedeutung. Wieder alle Normen und Sicht in der Rechtslehre. Zweitens, und hier komme ich auf Frau Dr. Bazan in etwas allgemeinerer Form wieder zu sprechen, liegt die Bedeutung einer Empfehlung im EU-Recht ganz allgemein betrachtet. Und wenn man sich die Regelmäßigkeit der Kontiguität von Empfehlung und späterem Gesetzesentwurf auf einem bestimmten Gebiet anschaut, in der des Prototyps und einer Art Elchtest in der Empfehlung für einen späteren Gesetzesentwurf, regt sich kein Widerstand und wird die für eine Empfehlung ja ganz und gar atypische oder hypothetische Rechtsgrundlage ohne Widerwort akzeptiert, so ist der Weg nach Ansicht der Kommission frei für einen Binnengesetzentwurf. Abschließend dazu als Illustration der mitunter sehr freimütige EU-Kommissionspräsident Juncker hat diese Strategie für die Harmonisierung durch die Hintertür einmal sehr anschaulich beschrieben. Die hier zitierte Äußerung findet sich im Spiegel 1999. Herr Juncker sagte damals, wir, das heißt die EU, beschließen etwas, stellen es dann in den Raum, warten einige Zeit ab, ob was passiert. Und wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Okay, vielen Dank, Herr Professor Beck. Herr Sichert. Ja, vielen Dank.
Meine Frage richtet sich auch die erste an Professor Beck. Ich habe mir Ihre Stellungnahme intensiv durchgelesen und dann bin ich darüber gestolpert, dass Sie sagen, nach deutschem Verfassungsrecht und den EU-Verträgen liegt die allgemeine Sozialgesetzgebungskompetenz nicht bei der EU, sondern bei den Mitgliedstaaten und führen weiter aus, dass das Verfassungsgericht den Status der Sozialpolitik als einen der fünf Kernbestandteile der deutschen Verfassungsidentität hervorgehoben hat. Eine Übertragung der Sozialpolitik an die EU widerspreche dem Grundgesetz und sei jedenfalls so lange nicht verhandlungsfähig, als sich das deutsche Volk nicht per Volksabstimmung für die Auflösung des eigenen Staates und dessen Aufgehen in den Vereinigten Staaten von Europa ausgesprochen habe. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, dass die Übertragung von Rechten in der Sozialpolitik an die Europäische Union grundgesetzwidrig ist? Professor Beck. Ja, da haben Sie mich richtig verstanden, und zwar insofern, als der Kernbestand der Sozialgesetzgebung betroffen ist. Diese fällt in die vom Bundesverfassungsgericht in seinem Lissabonner Urteil von 2009 niedergelegten und fixierten fünf Bereiche der deutschen Verfassungsidentität, die in Zusammenhang mit der Budgethoheit des Bundestages stehen. Nach dem Verfassungsgericht, und dieses Urteil ist bislang keineswegs widerrufen worden, hat der Bundestag die Federführung bei der Ausgestaltung der Lebensbedingungen der deutschen Bevölkerung. Dazu gehört zum einen, dass er keine Kompetenzen abtritt, die ihn seiner Fiskalautonomie berauben könnten. Andererseits muss er die wesentlichen Bereiche der Sozialpolitik selbst entscheiden. Das heißt unzweifelhaft, dass diese Bereiche nicht an die EU abzutreten sind. Deswegen sollte sich dieser Ausschuss nach meiner Ansicht ganz kategorisch gegen diese Empfehlung aussprechen. Herr Sichert. Die nächste Frage richtet sich an Herrn Professor Becker vom Max-Planck-Institut. Wir haben ja jetzt von verschiedenen Experten, jetzt von der Frau Dr. Bazan beispielsweise, gehört, dass die jetzige Ausgestaltung der Alterssicherungssysteme nicht mit dem übereinstimmt, was hier drin steht, oder vom Herrn Solle, der gesagt hat, dass wir dann tatsächlich einen einfachen Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung haben werden. Jetzt mal an Sie als Experten für dieses Thema. Was schätzen Sie, wie groß wird der Reformbedarf sein, wenn man wirklich gewillt ist, seitens der Bundesregierung 1:1 das so umzusetzen, wie es hier in diesem Papier drinsteht? Und was schätzen Sie, für einen Zeitraum wird das ungefähr in Anspruch nehmen? Professor Becker. Ja, vielen Dank. Sozusagen konkret für Einzelmaßnahmen und Zeiträume kann ich natürlich keine Angaben machen. Dass es Umsetzungserfordernisse gibt, das ist völlig klar. Wie die Umsetzungserfordernisse aussehen, liegt aber nicht genau in der Empfehlung festgelegt. Und das will ich hier nochmal betonen an dieser Stelle, sonst bauen wir hier einen Popanz auf, der so nicht existiert. Es geht nicht darum, dass Kompetenzen auf die EU übertragen werden oder dass wir irgendwo in dieses Problem, ob die Lissabon-Entscheidung uns da noch leiten soll oder nicht, kommen. Das ist nicht die Frage, sondern es geht darum, dass man sich vereinbart im Grunde genommen, dass man also gemeinsame sozialpolitische Maßnahmen ergreift. Und dann wird man sehen müssen, sozusagen, was genau dann erforderlich ist und wie weit man damit kommen muss. Wir haben es ja schon gehört, die Absicherung der Selbstständigen ist ganz sicher ein Weg dahin. Ich stimme zum Beispiel nicht mit der Einschätzung überein, dass man tatsächlich jeden Arbeitnehmer unbedingt zwingend in die Sozialversicherung bringen muss. Ich glaube nicht, dass das mit der Empfehlung gemeint ist, aber darüber wird man sich dann eben unterhalten müssen. Das sind genau diese Punkte. Und auch nicht jede Übertragbarkeit ist im Endeffekt erforderlich, sondern grundsätzlich ist eine möglichst weitgehende erforderlich. Das heißt also, wenn man zum Beispiel aus Gründen der Systemarchitektur die Übertragbarkeit nicht hinbekommen kann, dann gibt es eben Gründe, das vielleicht auch nicht zu machen. Da muss man sich aber eben darum kümmern, dass der soziale Schutz entsprechend ist. Das ist also ganz wichtig zu sehen. Das ist ein diskursives Modell erstmal auch, in dem man schauen muss, sozusagen, wie kommt man eigentlich zu diesen Zielen. Und deswegen ist das Wichtige, sind die sozialpolitischen Ziele, die dahinter stehen. Und das wird in der Tat, davon würde ich schon ausgehen, auch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis man dann zu Lösungen kommt. Und übrigens nicht nur in Deutschland, also das, um das auch noch mal ganz klar zu machen, Frau Kweißer hat ja eben auch schon darauf hingewiesen, das gilt auch für viele andere Länder, weil eben auch da die formale Absicherung ja vielleicht teilweise besteht, aber materiell dann trotzdem nicht ausreichend ist. Also wir haben Reformbedarf überall und das macht es ja gerade auch so interessant. Vielen Dank, Professor Becker. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der AfD-Fraktion angekommen und kommen zur FDP-Fraktion. Und da habe ich als erstes Herrn Kronenberg.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Solle von Gesamtmetall. Wie bewerten Sie die Ratsempfehlung im Gesamtkontext der EU-Initiativen zur Sozialpolitik in den letzten Jahren und insbesondere auch im Kontext der Ankündigung der Juncker-Kommission, Paragraph oder Artikel 153 AUV, dahingehend abzuändern, dass man vom Einstimmigkeitsprinzip Abstand nimmt und zum Prinzip der qualifizierten Mehrheit kommt? Herr Solle. Ja, vielen Dank. Also gerade den letzten Punkt, den Sie angesprochen haben, die von Herrn Juncker angekündigte Initiative, die nächste Woche am 16. April vorgelegt werden soll, nämlich der Wechsel vom Einstimmigkeitsprinzip zur qualifizierten Mehrheit im Sozialbereich, sehe ich in einem klaren Zusammenhang mit der vorliegenden Ratsempfehlung, gerade mit Nummer 22 der Ratsempfehlung, wo ja gesagt wird, in 3 Jahren möchte die Kommission den Fortschritt der Umsetzung dieser Empfehlung überprüfen und dann auch gegebenenfalls neue Maßnahmen vorlegen. Wenn hypothetisch gesprochen der Wechsel vom Mehrheitsprinzip, vom Einstimmigkeitsprinzip zur qualifizierten Mehrheit, die Initiative, die jetzt kommen wird, gelingt, dann haben wir einfach auch eine komplett andere Voraussetzung dann in 3 Jahren bei Bewertungen respektive Neuvorschlägen. Also das quasi Perspektive nach vorn. Zurück quasi die Perspektive nach hinten, quasi Gesamt. Also Gesamtkontext der Sozialpolitik unter Juncker. Also Juncker hat schon vor Amtsantritt angekündigt, dass das soziale Europa eine seiner Hauptpunkte sein wird. Entsprechend haben wir auch eine sehr hohe Anzahl an Gesetzgebungsinitiativen im Sozialbereich gesehen. Also wir haben momentan einen Acquis im Sozialbereich von ca. 70 Richtlinien und Verordnungen, die letzten 60 Jahre aufgebaut wurden. Allein in den letzten 4,5 Jahren unter Juncker wurden 22 neue Richtlinien und Verordnungsvorschläge vorgelegt. Das zeigt schon auch quantitativ, wie stark die Kommission an der Stelle auch das soziale Europa stärken oder vorantreiben möchte. Stellenweise waren die Initiativen unter Juncker-Kommission von eher, sagen wir mal, unkonventionellen Charakter. Wir haben mit der Europäischen Säule sozialer Rechte die allererste interinstitutionelle Proklamation auf europäischer Ebene. Das gab es vorher noch nie. Und auch die Vorgehensweise ist in manchen Stellen bei der Sozialpolitik eher ungewöhnlich und auch einmalig gewesen. Also Beispiel Vereinbarkeitsrichtlinie, also hier ist zum allerersten Mal eine Vereinbarung der EU-Sozialpartner soll zurückgezogen werden, was auch ein einmaliger Vorgang auf europäischer Ebene ist, wo es jetzt quasi den Präzedenzfall unter Juncker gegeben hat. Anderer Punkt in Sachen ungewöhnliche Vorgehensweise, die Europäische Arbeitsbehörde, die ELA, European Labour Authority. Hier gab es auch parallel einen Vorschlag zur Schaffung, also einer Verordnung zur Schaffung der ELA. Und parallel zum Vorschlag, also am gleichen Tag, wurde bereits ein Kommissionsbeschluss vorgelegt, mit dem eine Beratergruppe gegründet wurde, um die ELA bereits einzurichten. Also sprich, bevor der Verordnungsvorschlag beim Gesetzgeber lag, wurden eigentlich schon Fakten geschaffen, indem eine Beratergruppe zur Ausgestaltung der ELA eingerufen wurde. Und stellenweise waren auch die Vorschläge der Kommission inhaltlich sehr weitgehend. Wir haben im Richtlinienvorschlag für transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen erstmalig auf EU-Ebene im Sekundärrecht den Vorschlag einer europaweit einheitlichen Arbeitnehmerdefinition. Die Zuständigkeit der ELA sollte auch für Arbeitsmarktstörungen vorhanden sein. Und dann, wie gesagt, bereits angesprochen, die Ankündigung der Initiative zum Übergang vom Einstimmigkeitsprinzip zum Mehrheitsprinzip. Also alles in allem ein sehr starker Gestaltungsanspruch der Kommission Juncker im Bereich des Sozialen und stellenweise auch eher kreative Lösungsansätze, um dahin zu kommen. Ja. Vielen Dank, Herr Solle. Herr Kronenberg. Ja, meine zweite Frage auch an Herrn Solle Gesamtmetall. Wie bewerten Sie die rechtliche Verbindlichkeit aus der Empfehlung, insbesondere mit Blick auf die Artikel 19 bis 22, wo es um Monitoring geht? Herr Solle. Also Artikel 288 AUV ist schon mehrfach angesprochen worden heute. Also ich glaube, es ist unstrittig im Raum, dass Empfehlungen des Rates an die Mitgliedstaaten prinzipiell rechtlich unverbindlich sind nach EU-Verträgen. Aber natürlich werden auch solche Empfehlungen auch vom EuGH im Zweifel in seine Urteilsfindung herangezogen.
Ich möchte aber auch Sie bitten, noch mal konkret auf die Umsetzungsmaßnahmen in dieser Empfehlung reinzuschauen. Also wie gesagt, die angesprochenen Punkte 19 bis 22. Nummer 20 sieht vor, dass die Kommission innerhalb von einem Jahr einen Überwachungsrahmen einrichtet und auch quantitative und qualitative Indikatoren zur Bewertung einführt. Dann Nummer 21, also erst ein Jahr nach 18 Monaten soll dann über einen Umsetzungsplan aller Mitgliedstaaten vorliegen. Nach zwei Jahren sollen die Mitgliedstaaten Empfehlungen auch für statistische Daten vorlegen, um quasi qualitativ hochwertige Daten zur Verfügung zu haben. Und dann nach drei Jahren will die Kommission die Umsetzungsmaßnahmen bewerten und gegebenenfalls neue Vorschläge machen. Das heißt, wir haben ja einen sehr, sehr eng getakteten Umsetzungszeitraum. Also wie gesagt, ein Jahr, 18 Monate, zwei Jahre, drei Jahre. Wenn man es mit rechtlich verbindlichen Rechtsakten wie EU-Richtlinien vergleicht, da haben Sie im Normalfall eine Umsetzungsfrist von zwei Jahren und dann eine Bewertung nach fünf Jahren. Also wir haben ja einen ungewöhnlich hochgetakteten oder eng getakteten Umsetzungsfahrplan, der hier in der Empfehlung aufgestellt ist. Und in Vorbereitung der heutigen Sitzung habe ich mir mal sämtliche Ratsempfehlungen der letzten zwei Jahre angeschaut, um mal einen Vergleich zu haben, wie es in anderen Bereichen war. Unter anderem Empfehlungen zur verstärkten Zusammenarbeit, zur Bekämpfung von durch Impfung vermeidbarer Krankheiten, die ständige strukturierte Zusammenarbeit bei Sicherheit und Verteidigung oder auch die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten. In keiner dieser Empfehlungen, in keiner Ratsempfehlung der letzten zwei Jahre gibt es einen ähnlich getakteten, engen Umsetzungsplan wie bei der vorliegenden Ratsempfehlung. In den meisten Fällen ist es im Zweifel maximal, dass die Mitgliedstaaten dem Rat Bericht erstatten sollen, wie sie umsetzen. Aber Bewertung, eine aktive Rolle der Kommission ist normalerweise zumindest in den Ratsempfehlungen der letzten zwei Jahre nicht vorhanden. Vielen Dank, Herr Kronenberg. Nächste Frage auch wieder an Herrn Solle, Gesamtmetall, und Frau Dr. Basan, BDA. Ist Ihrer Einschätzung nach die Empfehlung, dass eine Beschäftigung immer zur vollumfassenden Absicherung führen soll, mit Sonderformen von Beschäftigung vereinbar, insbesondere mit Blick auf die deutsche geringfügige Beschäftigung? Herr Solle. Ja. Da haben wir also in Sachen Zugang zu Sozialschutz geringfügige Beschäftigung aus unserer Sicht spielen hier Erwägungsgrund 14 und Nummer 10 der vorliegenden Ratsempfehlung zusammen. Erwägungsgrund 14 sagt zwar prinzipiell, dass die Absicherung von Arbeitnehmern und Selbstständigen auf Pflichtsystemen oder auf freiwilligen Systemen beruhen kann. Nummer 10, sozusagen im verfügenden Teil der Ratsempfehlung, sagt dann die Empfehlung aber doch aus, dass alle unter fünf genannten Zweige für alle Arbeitnehmer verpflichtend gemacht werden sollen, und zwar unabhängig von der Art des Beschäftigungsverhältnisses. Aus unserer Sicht fallen hier auch die geringfügig Beschäftigten drunter, also nach SGB 4 Artikel 8. Und an der Stelle haben wir doch Befreiungsmöglichkeiten von der gesetzlichen Rentenversicherung. Wir haben die Befreiung von der gesetzlichen Krankenversicherung und auch von der Arbeitslosenversicherung für geringfügig Beschäftigte. Und da sehen wir schlichtweg die Diskrepanz auch zur vorgelegten Empfehlung. So, vielen Dank, Herr Solle. Damit sind wir ja am Ende der Fragerunde der FDP-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der Sie noch 20 Sekunden, oh gut. Das waren 30. Ich hatte die Frage auch an Frau Dr. Basan gestellt. Was war das jetzt? Frau Basan. Frau Basan. Das hatte ich jetzt eben gleich mitgekriegt. Ja, vielen Dank. Ich stimme mit meinem Kollegen überein. Wir sehen auch diese Regelung, diese weitgehende Befreiung im Sozialversicherungssystem für Minijobs als nicht vereinbar mit der Empfehlung. Mann, das war ja trotz Unterbrechung noch fast eine Punktlandung. Super, vielen Dank, Frau Basan. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der FDP-Fraktion. Die FDP-Fraktion ist nicht am Ende. Und kommen jetzt zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und als erstes hat sich da Frau Krämann gemeldet. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Dr. Fachinger in die Richtung, und das passt ganz gut zu den Aussagen jetzt davor. Würde eine Umsetzung in Deutschland reichen, oder brauchen wir verbindliche europäische Regelungen zum Mindesteinkommen für Arbeitnehmer und Selbstständige? Und wie könnten die aussehen?
Professor Fachinger. Ja, herzlichen Dank für die Frage bezogen auf die Mindestabsicherung EU-weit oder Deutschland. Ich kann nur verweisen auf das, was eben schon gesagt worden ist. Die Arbeitsmärkte, das Lohnniveau, die sozialen Sicherungssysteme innerhalb der EU sind sehr, sehr unterschiedlich. Von daher liegt es nahe, wenn, dann eine Regelung erstmal für Deutschland umzusetzen. Wobei dabei zu beachten ist aus meiner Sicht, dass diese Regelung dann jeweils in das Sozialsicherungssystem einzupassen ist. Wobei diese Einpassung nicht nur über die Festlegung, dass derartige Mindesteinkommen zu zahlen wären, sondern es bedingt dann auch jeweils die Überprüfung, die Kontrolle derartiger Regelungen. Vielen Dank. Als nächstes Herrn Birkwald. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch meine Frage geht an Professor Fachinger. Herr Professor Fachinger, ist es aus individueller Sicht sinnvoll und notwendig, Selbstständige, insbesondere Solo-Selbstständige, den Zugang zu sozialer Sicherung zu ermöglichen bzw. obligatorisch zu machen? Und gerne können Sie das am Beispiel Rente und Erwerbsminderung ausführen. Vielen Dank. Professor Fachinger. Ja, herzlichen Dank für diese Frage, die mir ja auch persönlich ziemlich am Herzen liegt. Prinzipiell aus individueller Sicht ist eine, wie auch ja schon intendiert, das ist eben auch schon darüber gesprochen worden, obligatorische Absicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung sinnvoll mit entsprechenden Opt-out-Regelungen. Der TIDA hat darauf schon hingewiesen. Man muss hier bedenken, dass, auch das ist schon gesagt worden, die Situation der Selbstständigen, der Solo-Selbstständigen extrem heterogen ist und wir dort einen relativ großen Teil an erwerbstätigen Formen vorfinden, die vergleichbar zu den abhängig Beschäftigten auch der Schutzbedürftigkeit bedingen. Wenn man das ausgestalten möchte, ist auf der einen Seite auf die Sparfähigkeit und die Sparbereitschaft abzustellen. Die Sparbereitschaft dürfte die Diskussion in Deutschland in den letzten Jahren, Jahrzehnten, kann man glaube ich schon sagen, über Alterssicherung, Altersvorsorge ziemlich vorhanden sein. Die Sparfähigkeit ist dort, wie man aus empirischen Analysen weiß, zu einem ziemlich großen Teil bei den Personen nicht oder nicht im umreichenden Umfang vorhanden. Das bedeutet, dass, wenn man sich um die Ausgestaltung Gedanken macht, einkommensunabhängige Beiträge, also Pauschalbeiträge, Festbeiträge, wie das in den privaten Absicherungsformen der Fall ist, risikobezogen, niedrige Einkünfte überproportional hoch belasten. Von daher würde es für diese Personengruppe sinnvoll sein, einkommensbezogene Beiträge entsprechend auszugestalten. Vielen Dank, Frau Tatti. Meine Frage geht ebenfalls an Herrn Professor Fachinger. Und ich würde Sie bitten, diese Frage, die Sie eben beantwortet haben, noch mal aus der gesellschaftlichen Perspektive einzugehen. Also ob es aus gesellschaftlicher Sicht und aus Sicht der versicherten Gemeinschaft sinnvoll ist beziehungsweise auch notwendig ist, Solo-Selbstständige beziehungsweise Selbstständige insgesamt obligatorisch in die sozialen Sicherungssysteme einzubeziehen. Professor Fachinger. Ja, auch hier herzlichen Dank für die Frage. Im Prinzip haben wir ja zurzeit einen Strukturwandel der Erwerbstätigkeit in ziemlich starkem Umfang. Und die sozialrechtlichen Regelungen zurzeit jedenfalls, was die Alterssicherung und auch die Erwerbsminderung betrifft, sorgt dafür, dass wir eine entsprechende Verzerrung des Arbeitsangebots haben. Aufgrund des strukturellen Wandels der Erwerbstätigkeit, Stichwort auch Hybridisierung, liegt es eigentlich nahe, dass man eine Absicherungsform vorsieht, die diese Verzerrung nicht in diesem Umfang fortführt. Außerdem würde eine etwas andere Ausgestaltung oder die Pflichtversicherung, obligatorische Versicherung der gesetzlichen Rentenversicherung dazu führen, dass wir nicht unbedingt diese Prüfung haben müssten, ob welche Erwerbsstatus diese Personen eigentlich haben. Wir haben speziell bei der selbstständigen Erwerbstätigkeit Probleme gehabt der Feststellung, ob diese Person denn tatsächlich selbstständig ist oder ob sie abhängig beschäftigt ist, und derartige Prüfungen wären dann nicht mehr in vergleichbarem Umfang erforderlich. Vielen Dank. Und noch eine Frage von Frau Tatti.
Auch diese Frage geht an Professor Fachinger. Herr Fachinger, wie sehen Sie das? Brauchen wir aufgrund der veränderten Beschäftigungsformen, die insbesondere durch die Digitalisierung jetzt auch kommen, zum Beispiel Crowdwork und Gigwork, auch neue rechtliche Definitionen, zum Beispiel der Begriffe Arbeitnehmer, Arbeitgeber, auch der Selbstständigkeit und so weiter, um da klare gesetzliche Definitionen zu haben? Professor Fachinger. Aus meiner Sicht, ich bin jetzt kein Rechtsexperte, aber meiner Kenntnis nach gibt es zurzeit keine einheitliche Begriffsfassung von selbstständiger Erwerbstätigkeit in Deutschland. Die unterscheidet sich im Sozialrecht, im BGB und auch im Arbeitsrecht, sodass es nahe liegt, dort zu einer Begriffsfassung zu kommen, die es einfacher machen würde, diesen Sachverhalt, ob jemand oder welche Erwerbstätigkeitsform er ausübt, zu fassen. Das geht allerdings meiner Sicht nach weit über das hinaus, was eigentlich nur die rechtliche Begriffsfassung wäre. Wenn ich beispielsweise irgendwelche Regelungen umsetzen möchte, wenn ich zieladäquate Sozialpolitik betreiben möchte, dann möchte ich auch ganz gerne den Status quo analysieren. Und dazu muss ich auch das, was im Status quo stattfindet, auch messen und beobachten können. Und von daher würde das auch bedeuten, dass man ein Instrumentarium eigentlich entwickeln müsste, um die Aspekte, die derzeit durch die Hybridisierung am Arbeitsmarkt stattfinden, überhaupt messen zu können. Das, was wir derzeit in den Statistiken haben, ist dazu nur sehr bedingt geeignet. Vielen Dank, Herr Professor Fachinger. Jetzt habe ich Frau Tatti noch eine Frage. Ich möchte noch gerne eine Frage an Frau Kweiser stellen von der OECD. Und zwar ist es ja so, dass viele Solo-Selbstständige zum Beispiel im Clickwork oder in der Gigwork eben nicht die Verhandlungsmacht auch haben, ihre Preise so festzusetzen, dass sie sich dadurch eben dann auch eine freiwillige Sozialversicherung leisten können. Vor allem für die Rente ist das ein Problem. Und deswegen meine Frage, ob Sie die Annahme teilen und was Sie vorschlagen, damit diese Menschen in die Sozialversicherung eingebunden werden können. Frau Kweiser, 30 Sekunden. Ich teile die Annahme und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann erstmal schauen, je nach Klassifizierung, ob die Leute wirklich richtig klassifiziert sind, was man im Fall von Uber zum Beispiel sieht, dass die eben in vielen Fällen doch wie Angestellte behandelt werden müssen in einigen Ländern. Und zweitens kann man Lösungen suchen, die außerhalb vom sozialen Sicherungssystem sind, zum Beispiel durch Lohnaufschläge, einen Bonus oder Stück Lohnaufschläge, die dann diesen Leuten ermöglichen, sich noch zusätzlich zu versichern. Super. Wir kriegen den Orden, das goldene Mikrofon. So, damit sind wir auch am Ende der Fragerunde der Fraktion Die Linke und kommen zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und da hat sich als erstes Herr Strengmann-Kuhn gemeldet. Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Veronika Mirschel von Verdi und ist ja schon angesprochen worden, die Altersvorsorge von Selbstständigen. Wie sehe die aus Ihrer Sicht aus und sollte die ausgestaltet sein? Frau Mirschel. Vielen Dank für die Frage. Wir als Gewerkschaft gehen wir ein gut Stück den Weg zu sagen, wir möchten eine Erwerbstätigenversicherung als sozusagen das ganz große Ziel. Die Frage, die Altersversorgung jetzt in die Diskussion zu bringen, endlich in die Diskussion zu bringen, die obligatorische, wird von uns sehr begrüßt. Die Frage, eine Opt-out-Regelung mit einzubauen, haben wir nicht so begeistert uns angeschaut, weil die Frage, wie entwickeln sich Erwerbsverläufe und wie entwickeln sich damit auch Versicherungsbiografien, sich in den letzten Jahren immer stärker in Frage stellt, zu sagen, das ist keine homogene Versicherungsbiografie mehr aufbaubar. Und dann kommen wir exakt auch zu dieser Frage, die in der Empfehlung angesprochen wird, nämlich die Frage der Portabilität. Wenn wir jetzt in die Diskussion einsteigen, eine obligatorische Altersvorsorge ist ja nicht morgen, also mittel in der nächsten Zeit einzuführen, mit Übergangslösungen wird es ja wohl sein, dann wäre es eine sinnvolle Geschichte gewesen zu sagen, man nimmt eine Grundabsicherung und wer mag, kann sich ja zusätzlich auch noch anderweitig versichern oder wer es auch kann. Vielen Dank, Frau Mischel. Herr Strengmann-Kuhn. Ja, zur Altersvorsorge oder zumindest zur gesetzlichen Rentenversicherung gehört ja auch Erwerbsminderungsrente und Hinterbliebenenrente. Wie sehen Sie das in Bezug auf die Selbstständigen? Frau Mischel.
Für uns wäre es sehr begrüßenswert, wenn diese Pakete mit abgesichert sind. Ich will nur verweisen auf Erfahrungen, die bei der Umsetzung der Altersvorsorgepflicht der Lehrenden, der Erziehenden in der Umsetzung stattfanden. Da hieß es damals, es geht nur um die Altersvorsorge. Also wenn wir dort Ausnahmefälle definieren, was auch definiert worden ist, ging es nur um die Frage der Altersabsicherung. Aber dass die Frage des Gesamtpakets der deutschen Rentenversicherung, in die die Erzieherinnen also und Lehrenden, vor allem die Lehrenden, obligatorisch einbezogen waren, fiel damals ein Stück weit aus dem Blick. Und ich hoffe, dass das diesmal nicht aus dem Blick fällt. Vielen Dank. Herr Strengmann-Kuhn. Nächste Frage geht an Professor Uwe Fachinger. In der Stellungnahme schreiben Sie, dass der Wandel auf den Arbeitsmärkten, also Stichwort Plattformökonomie und die damit einhergehenden Veränderungen ungenügend aufgegriffen sind. Gab eben schon eine Frage von den Linken in die Richtung, aber können Sie noch mal vertieft sagen, was für Veränderungen Sie da genau meinen und welche konkreten Schlussfolgerungen das für die sozialen Sicherungssysteme hätte? Professor Fachinger. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Geht so? In den Empfehlungen wird hauptsächlich die Dichotomie aufrechterhalten, abhängig Beschäftigte und selbstständige Erwerbstätige. Und das ist ein, um etwas drastisch zu formulieren, etwas antiquiertes Bild von dem, was auf Arbeitsmärkten derzeit stattfindet. Wir haben eine Hybridisierung von Erwerbstätigkeit, von Tätigkeitsformen, die die Begrifflichkeiten der Arbeitsmarktforschung zurzeit gar nicht zu fassen sind. Sodass wir also um diesem Problembereich in Anführungszeichen etwas aus dem Wege zu gehen und dieses Problem behandeln zu können, wir eigentlich, wie ich schon gesagt habe, eine etwas andere Begrifflichkeit bräuchten, eine Definition von Erwerbstätigkeitsformen, die das, was wir derzeit haben, auch fassen kann, was wir zurzeit auch in der Arbeitsmarktforschung nicht haben. Also von daher ist da ist erforderlich, eine entsprechende Regelungen zu finden, die dann auch gegebenenfalls möglich machen, die Sozialpolitik, die Ergebnisse der Sozialpolitik zu kontrollieren. Vielen Dank, Herr Strengmann-Kuhn. Dann habe ich noch mal eine Frage sowohl an Veronika Mierschel als auch an Uwe Fachinger. Was heißt denn das für gerade für die Plattform, für das, was bei den abhängig Beschäftigten der Arbeitgeberanteil ist? Was würden Sie da vorschlagen für die Plattformökonomie, wie das vergleichbar gemacht werden könnte? Frau Mischel. Es würde sich ja theoretisch nicht nur auf die Plattform beziehen, die Frage, wie weit beteiligen sich auch Auftraggeber an den Sozialversicherungskosten. Wir fordern das tatsächlich generell bei der Frage der Beitragstragung. Wie es bei den Plattformen machbar wäre, ist ehrlich gestanden, das sagt Herr Tiede auch immer so gerne, nichts ist so gut erfasst, rein von den Daten her, wie die Arbeit auf den Plattformen und damit natürlich auch Geldflüsse. Also die Frage zu sagen, wie kann man diese Geldflüsse, die dort, oder Centflüsse sind es ja manchmal leider nur, wie kann man die erfassen und dann verbeitragen? Das stellt sich, wie gesagt, in jeglicher Form von selbstständiger Tätigkeit zu sagen, wie beteiligen wir die Auftraggeber. Bloß da wäre es am leichtesten zu sehen, was an Geldflüssen da ist. Und falls Sie darauf abgezogen haben, zu sagen, wie ist es grenzüberschreitend, das war jetzt nicht daraus zu sehen. Da wird man tatsächlich ein gutes Stück darüber diskutieren müssen. Es gab eine witzige Idee der sozialen Dividende, die jetzt gerade ausgearbeitet wird von einem Professor Weber. Da denke ich mir, da sollten wir mal drauf schauen und mal gucken, wie sich dieses weiterentwickelt. Das wäre ein internationales System der Beteiligung von Auftraggebern. Professor Fachinger. Ich kann mich den Ausführungen von Frau Mörschel eigentlich nur anschließen. Ein Hinweis aus meiner Sicht noch. Es reicht nicht aus, das de jure festzulegen, dass eine Auftraggeberbeteiligung sein soll, in welcher Form auch immer die ausgestaltet sein mag. Man muss bedenken, dass natürlich Preise, das Frau Quaise schon darauf hingewiesen, im ökonomischen Wettbewerb festgelegt werden. Und die Frage ist, was dann an Überwälzungseffekten, an Substitutionseffekten und Ähnliches auftreten wird. De facto wird es dann sicherlich anders aussehen als das, was die Jure im Gesetz dann stehen würde. Und das hängt halt von der jeweiligen Marktmacht der Auftraggeber und Auftragnehmer ab. Herr Strengmann-Kuhn.
Dann habe ich noch eine Frage an Robert Spiller von der, vom DGB. In Ihrer Stellungnahme nehmen Sie Bezug auf das European Minimum Income Scheme, haben Sie eben auch schon mal kurz erwähnt. Vielleicht können Sie da noch mal sagen, warum das aus Ihrer Sicht wichtig ist und wie das aussehen könnte. Herr Spiller. Ja, gerne. Also das European Minimum Income Scheme ist kein europäischer Mindestlohn, sondern ein Vorschlag für eine Art Mindestlevel oder Mindestniveau des Einkommens in den europäischen Mitgliedstaaten. Und wir plädieren natürlich schon dafür, dass den Mitgliedstaaten entsprechend ihrer Einkommensverteilung und ihres Bruttoinlandsproduktes, ihrer wesentlichen ausschlaggebenden wirtschaftlichen Faktoren sozusagen die Hoheit darüber obliegt, wie das definiert wird. Aber wir sehen auch die Notwendigkeit, ganz klar den Beschäftigten eine Mindestgrenze zu geben, unter die sie im Gesamteinkommen nicht rutschen dürfen. Und das ist, glaube ich, über dieses European Minimum Income Scheme wäre das ein sinnvoller Ansatz, um das europaweit festzuschreiben. Vielen Dank, Herr Spiller. Damit sind wir auch am Ende der Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen angelangt. Und wir kommen jetzt zur freien Runde. Und da hat sich als erstes Frau Schimke gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Solle. Herr Solle, ich hatte den Eindruck gehabt, dass Sie und auch die Vertreterin der BDA die Sorge haben, dass die rechtliche Unverbindlichkeit der Empfehlung des Rates dann doch nicht so unverbindlich ist. Was ist denn Ihre Empfehlung, wie man diese Unverbindlichkeit sicherstellen könnte? Herr Solle. Also aus meiner Sicht, wenn sich Deutschland quasi mit der Unterschrift zu dieser Empfehlung auch bekennt am Ende. Also klar, wie gesagt, wir haben das Spannungsfeld zwischen Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit. Aber spätestens in 3 Jahren wird Deutschland Farbe bekennen müssen und auch dann bei der Bewertung quasi durch die Kommission wird es aufzuzeigen sein, hat Deutschland diese Empfehlungen, zu der man sich an der Stelle zumindest politisch bekannt hat, hat sie die umgesetzt oder hat sie nicht umgesetzt? Vielen Dank. Als nächstes für die SPD-Fraktion Frau Tack. Ja, danke schön. Meine Frage geht an Herrn Spiller. Mit dem Vorschlag des Rates geht es ja auch um die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte und die Stärkung eines sozialen Europas. Und deshalb meine Frage, wie Sie im Gesamten die bisherige Umsetzung der Säule bewerten. Und was müsste passieren, damit die in der Säule genannten Ziele verbindlicher umgesetzt werden können? Herr Spiller. Ja, vielen Dank. Also die Idee der europäischen Säule, so wie sie vorgelegt wurde, begrüßen wir als DGB. Mit der Umsetzung sieht das ein bisschen anders aus. Es ist ja, um das mal rein begrifflich festzuziehen, auch nicht so, dass es sich dabei eigentlich um eine Säule von Rechten handelt, sondern um eine Säule von 20 Prinzipien. Und daran machen wir auch aus gewerkschaftlicher Sicht unsere Grundkritik oder das grundsätzliche Bedürfnis, dieses Konzept doch weiterzuentwickeln und viel mehr zu konkretisieren aus. Also die europäische Säule ist für die Bürgerinnen und Bürger in Europa eigentlich nur dort erfahrbar geworden, wo es um ganz konkrete Auswirkungen auf das eigene Erleben und die eigene Beschäftigung ging. Das war eine Richtlinie zur Verbesserung, zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige, die Richtlinie über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen, die Einführung des Social Scoreboard, wo, inwiefern das jetzt tatsächlich für die Bürgerinnen und Bürger relevant ist, sei dahingestellt, und die Ratsempfehlung, über die wir hier heute diskutieren. Das sind zweifelsfrei wichtige sozialpolitische Regelungen und Umsetzungen, wenn man so will. Aber wenn man sich die Zielsetzung der Säule anschaut, dann greift das eigentlich 1 bis 2 Ligen zu tief, unserer Ansicht nach. Also was es tatsächlich bräuchte, um eine echte soziale Säule in Europa zu verankern, wäre das notwendige Fundament, was sozusagen darunter noch geschaffen wird. Und aus unserer Sicht wäre das einmal die Richtigstellung des grundsätzlichen Verhältnisses zwischen sozialen Grundrechten und den Grundfreiheiten des Binnenmarktes. Das könnte man entweder durch eine Dekonstitutionalisierung des Binnenmarktrechts im Rahmen einer Vertragsänderung machen oder durch eine Begrenzung des Anwendungsbereichs der Binnenmarktgrundfreiheiten durch Sekundärrecht, beispielsweise um Tarifautonomie und Streikrecht vor dieser Grundfreiheit zu schützen. Und zum Zweiten wäre das der Schutz der sozialen Rechte in den europäischen Mitgliedstaaten durch konkrete europäische Mindeststandards, ich habe das heute schon ein paar Mal in den Raum gestellt, für verschiedene Sozialleistungen, von denen die Länder eben ganz wichtig nur nach oben abweichen dürfen. Vielen Dank. Für die Linke, Herr Birkwald. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Fachinger.
Herr Professor Fachinger, wie kann oder wie muss der Sozialschutz angesichts der zunehmend hybriden Erwerbsverläufe, diachrone und oder synchrone Phasen abhängiger und selbstständiger Beschäftigung gestaltet werden? Haben Sie da konkrete Vorschläge, zum Beispiel für die Rentenversicherung? Professor Fachinger. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ja schon intensiv in den letzten Jahren diskutiert worden. Und aus meiner Sicht, das ist sicherlich auch eben schon deutlich geworden, wäre es zumindest was die Absicherung des Risikos der Langlebigkeit, aber auch der Erwerbsminderung und der Hinterbliebenabsicherung angeht, wäre es sinnvoll, eine erwerbstätigen obligatorische Absicherung der gesetzlichen Rentenversicherung auszuführen. Insbesondere was die Erwerbsminderungsabsicherung angeht und die Invaliditätsabsicherung, das, was doch derzeit an Produkten auf dem Markt ist, kann in der derzeitigen Ausgestaltung nicht dazu führen, dass einen entsprechenden Schutz für alle selbstständigen Erwerbsfähigen da ist. Es gibt entsprechende Risikoausschlüsse, bestimmte erwerbstätigen Gruppen fällt es schwer, bekommen überhaupt keinen erwerbstätigen Schutz, Erwerbsminderungsschutz auf dem privaten Markt. Dankeschön. Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Strengmann-Kuhn. Ja, ich habe noch eine Frage an Frau Queisser. Die Frage der Altersabsicherung von Selbstständigen stellt sich ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Gibt es aus Ihrer Sicht Vorbilder, wie das in anderen Ländern geregelt ist, an denen sich Deutschland orientieren könnte? Frau Queisser. Es gibt einige Beispiele, die eben zeigen, dass zum Beispiel die gesamte Erwerbsbevölkerung eingeschlossen ist, dass zum Beispiel alle Menschen, die in einem Land leben, zum Beispiel in den Niederlanden, sind alle, die in den Niederlanden leben, haben eine Basis-Alterssicherung. Und die Niederländer finden interessanterweise, dass es eine Katastrophe ist, dass sie so viele Selbstständige haben, weil die haben ja keine Alterssicherung. Und da müssen wir denen erst sagen, dass es eigentlich im Vergleich zu Deutschland sehr gut ist, weil zumindest haben die schon mal die Basissicherung, die nicht bedürftigkeitsgeprüft ist, sondern eine Basissicherung ist. Also ich glaube, wenn man das großzügig angehen will und wirklich strukturell angehen, dann stellt sich natürlich die Frage der Beitragsleistungsbindung in der deutschen Rentenversicherung und inwieweit man gewillt ist, die aufzuweichen. Oder man schafft Sondersysteme für Selbstständige, was auch in vielen Ländern gibt. Aber das haben wir in Deutschland natürlich auch mit den berufsständischen Versorgungswerken. Aber da stellt sich dann wieder die Frage, die wir hier schon lange besprochen haben, was ist mit dem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beitrag? Wie lange für die AfD, Herr Sichert? Ja, wir haben ja jetzt festgestellt, dass selbst innerhalb von Deutschland teilweise die Ansichten recht unterschiedlich sein können. Wenn der BDA sagt, für Selbstständige ist das Sicherungssystem in der Arbeitslosenversicherung ausreichend und wenn die Grünen dann die Verdi-Vertreterin befragen, die das natürlich etwas anders sieht. Jetzt haben wir in Europa eine ganz unterschiedliche Akzeptanz in den Bevölkerungen von Sozialsystemen und Staatsquoten. Und da meine Frage an Professor Beck, ist es auch aufgrund dieser komplett unterschiedlichen Akzeptanz innerhalb Europas überhaupt möglich, auf EU-Ebene einheitliche Lösungen zu der Frage der Sozialversicherung für Selbstständige zu schaffen? Professor Beck. Danke. Also wenn wir unter einheitlichen Strukturen hier einheitliche Sätze verstehen, dann halte ich das für unrealistisch, weil das Einkommens- und Vermögensgefälle in der Europäischen Union viel zu groß ist. Ich möchte aber erneut betonen, dass sich die Frage der Argumente für und gegen eine mehr oder weniger harmonisierende Gesetzgebung, und da gibt es meines Erachtens durchaus gute dafür, als auch dagegen, und viele davon wurden heute zur Sprache gebracht, dass sich diese Frage erst stellen kann, wenn die Zuständigkeit der EU geklärt ist. Und wie ich denn bereits darlegte, hat die EU im Bereich der über eine ergänzende Funktion oder der über eine ergänzende und unterstützende Funktion hinausgehende Zuständigkeit, die hat sie schlichtweg nicht. Dem steht zum einen, und das kann ich nur erneut, das muss ich erneut wieder betonen, die Gesetzgebung, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des immer noch
gültigen, es gibt überhaupt keinen Grund, weswegen es nicht mehr gültig wäre, Lissabonner Urteils entgegen. Andererseits ergibt sich eine solche Zuständigkeit der Europäischen Union auch nicht aus den Verträgen. Überdies haben die Verträge keinen Vorrang vor deutschem Verfassungsgericht. Das ist das sogenannte Problem der Kompetenz. Kompetenz, das ist vom Verfassungsgericht immer wieder beurteilt worden. Faktisch weicht das Verfassungsgericht immer zurück. Theoretisch jedoch hat das Verfassungsgericht immer wieder und konsequent betont, dass es Übergriffe der Europäischen Union in die deutsche Verfassungsidentität selbst überprüfen muss und gegebenenfalls auch rügen. Vielen Dank für die FDP-Fraktion. Herr Grunberg. Die Empfehlung formuliert das Ziel, Ansprüche an unterschiedliche Alterssicherungssysteme übertragbar auszugestalten. Ist das, Herr Solle, ist das vereinbar mit unserem System in Deutschland, dass wir ja unterschiedliche Alterssicherungssysteme haben? Herr Solle. An der Stelle ganz kurz, 13 Sekunden. Aus unserer Sicht ist es mit dem aktuell geltenden System nicht vereinbar, wie es auch schon Frau Bazan ausgeführt hatte. Ja. Herr Solle, Sie kriegen auch den Orden. Sie haben es sogar unterboten. Meine Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir sind am Ende der Sachverständigenanhörung angelangt. Es war sehr erkenntnisreich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Arbeitstag und einen schönen Nachhauseweg. Tschüss.